So, Chat, Platz 1 auf den Trends. Platz 1 in den Trends, auf den Trends, auch drunter. Leute, es ist passiert. Ich weiß, es ist passiert. Es ist passiert. Ich habe gestern schon Kommentare gelesen dazu. Alle haben geschrieben, warten auf Revis Reaktion. Ich bin einen Tag zu spät, weil ich nur auf einem Ohr höre. Das ist aber vielleicht jetzt hier gar nicht so verkehrt. Dann kann ich die unwichtigen Sachen ausblenden. Z-Max ist scheinbar wieder mit Ellie zusammen. Und an der Stelle geht erstmal eine ganz dicke Grüße an Ellies Mom raus. Dankeschön, Digga, dankeschön. Ich würde sagen, Chat, wir gehen rein. Wir schauen uns das jetzt an und wir machen es so. Versucht nicht zu wachsen währenddessen. Okay, das ist die Challenge für heute. Es wird nicht gewachsen. Let's go. Ich bin noch jung, mach sehr viele Fehler und mach zurzeit. Wo ist der? Das sieht aus wie aus diesen Videos, wo so Leute im Dings so Sachen bauen. Die schwerste Zeit meines Lebens durch, wobei okay. Ich mir sicher bin, desto älter ich werde, desto mehr Probleme kommen dazu. Aber Ja. Frag mich mal, Bro. Ich höre nur auf einem Ohr. Monta hat Alzheimer. Es wird immer schlimmer. Falls mein 40-jähriges Ich das in 20 Jahren sehen sollte. Oh Mann, Alter. Ist das Greenscreen? Was war bloß los mit dir? Das ist doch kein Greenscreen, oder? Ich will heute mit euch über mein letztes Video reden. Ein paar Sachen klarstellen. Bevor die. Ihr seid schon durchgefallen. Ihr habt jetzt schon gewickt. Ah, schade, Chat. Kommentare jetzt damit voll sind. Ja, ich bin gerade nicht in Spanien. Ich bin auch nicht in Deutschland. Ihr könnt gerne in den Kommentaren raten, wo ich bin. Das sieht aus wie Thüringen. Ist es Thüringen, Chat? Ist es Thüringen? Auf jeden Fall ist das aber nicht das Thema. Denn zu meinem letzten Video, wo einfach die Tatsache offen steht, dass mir meine Ex-Freundin Ellie, mit der ich sehr viele Videos hochgeladen habe, fremdgegangen ist, muss ich sehr, sehr viele Sachen nennen, sehr, sehr viele Missverständnisse klären. Und sehr, sehr viele Fragen beantworten, denn es ist jetzt auch wieder eine Woche vergangen und die meisten werden jetzt sagen, hey, wenn du sie jetzt verteidigst oder irgendetwas sagst, was gut für sie spricht, verlierst du erstens deine Glaubwürdigkeit, zweitens so, du bist naiv und dumm, dass du wieder zu ihr zurückgehst oder so. Der zählt ja schon alles auf, soweit gut. Sonstiges oder dass du sie gut sprichst. Berlin Innenstadt. Aber nee, im Endeffekt... Oder Hawaii wegen dem Hemd. Das muss Hawaii sein, ja. Ich kenne Ellie besser als jeder einzelne von euch. Das weißt du gar nicht. Vielleicht kenne ich Ellie besser. Ey, vielleicht kenne ich ja Ellie auch besser. Das weißt du ja gar nicht. Vielleicht kenne ich Ellie auch gut. Weißt du ja gar nicht, ob ich Ellie kenne. Kannst du nicht einfach sagen. Wir verbringen seit einem halben Jahr jeden Tag zu... Ist das Tropical Island? So. Ich merke... hinter der Rutsche. Wenn sie lügt. Ich merke, wenn etwas ist... Wir kennen uns einfach auswendig. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Wir haben einfach so eine krasse Bindung und so eine krasse Liebe zueinander, dass wenn es zu Hass kommt, natürlich sagen die meisten, wenn Hass der Liebe überwiegt und man solche Sachen macht, dann kann da nicht viel Liebe gewesen sein. Aber im Endeffekt will ich euch einfach so viel heute erzählen und ich hoffe, ihr geht da nicht mit voreingenommener Meinung rein und so. Ich versuche gerade wirklich herauszufinden, ob das Greenscreen ist oder nicht, aber kann nicht sein, ne? Zunächst muss ich auch sagen, dass es ein sehr, sehr großer Fehler von mir war, das öffentlich zu posten, egal was passiert ist, egal ob mich Ellie überall blockiert hat, nachdem ich sie mit dem Typen in der Wohnung kochen gesehen habe. Ja. So, egal ob sie nicht mit mir darüber geredet hat, es war einfach nicht richtig. Was? Darüber ein Video zu posten und... Warum? War doch Content. Da kommen wir zur ersten Frage. Wie bin ich überhaupt an dieses Bild und an dieses Videomaterial gekommen, wo der Typ bei ihr war? Ja, ihr müsst euch vorstellen, passiert? Diese Kamera, mit der ich gerade aufnehme, habe ich Ellie, nachdem wir uns getrennt haben, beziehungsweise... Hat er eine Scar tätowiert? Er hat eine Fortnite-Scar tätowiert. Drip drop. Ja, nachdem wir uns getrennt haben. So, wir haben jetzt nochmal darüber geredet. Es war keine Beziehungspause. Wir haben uns endgültig getrennt. Natürlich wurde von beiden Seiten aus Hoffnung gemacht. Und natürlich wussten wir, wir werden wieder zusammenkommen, weil wir einfach füreinander bestimmt sind. Obwohl sie ihn betrogen hat jetzt, oder wie? Aber ich habe ihr gesagt, okay, nimm diese Kamera, nimm den Laptop. Und mach damit Fotos, während du mit einem anderen Typen kochst. Nimm damit Videos auf, dass du dir deine eigene Wohnung finanzieren kannst, weil sie auch nicht mehr wohnen wollte. Weil als wir uns gestritten haben, muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich Worte zu ihr gesagt, die einen Menschen so sehr verletzen. Beleidigungen, die man nicht rückgängig machen kann. Ja gut, ich meine, er hat mich ja auch schon so mit Justin Bieber
Frisur genannt, ne? Also Beleidigungen, da hat Simeon leider eine kleine Historie hinter. Ne, Brainiac, danke für den Zap. Das tut mir auch vom tiefsten Herzen leid. Darüber habe ich auch schon mit ihr geredet. Aber das sind alles Sachen, die man nicht rückgängig machen kann. Und wie gesagt, das wird auch das letzte Video sein, wo ich öffentlich über irgendwelche Probleme von mir rede, die meine Beziehung angehen. Und danach will ich auch nie wieder, dass irgendjemand etwas darüber sagt. Denn egal in welcher Beziehung, es ist Privatsache. Du hast es aber öffentlich gemacht. Sei es ein Nader und eine Luisa, die streiten auch privat und tragen das nicht in die Öffentlichkeit. Safe. Und egal welche Beziehung, jede Beziehung hat Probleme, jede Beziehung hat seine Bausteine, auf die man... Ja, ja, ich check das schon, aber ich meine, dass Leute darüber geredet haben, ist ja nur der Fact, weil er es ja öffentlich gemacht hat. Dr. Eis, danke schön. Er hat es ja öffentlich gemacht, oder Chat, bin ich gerade lost? Er hat es doch öffentlich gemacht und dementsprechend haben doch alle darüber gesprochen. Das macht doch Sinn, dass alle, also das ist ja ein Stück weit auch seine Schuld, weil er das halt in die Öffentlichkeit gezogen hat und das breit getreten hat, ne? Die Forderung nach Privatsphäre ist damit nicht schwachsinnig. Er darf natürlich Privatsphäre haben und natürlich soll er seine Beziehung im privaten Leben, aber dann hätte er gar nicht erst in der Theorie das Ganze in die Öffentlichkeit ziehen sollen. Diese Fremdgeh-Geschichte, ne? Man aufbauen muss. Und es war einfach nicht richtig. Egal wie sehr ich es versuche, schön zu reden, egal wie sehr ihr sagt, nee, sie hat das und das gemacht, es war einfach nicht richtig und so etwas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und jetzt möchte ich euch die Sicht der Story erzählen, mit Ellies Sicht. Falls ihr euch fragt, wieso Ellie gerade nicht im Video ist, Ellie ist gefühlt genauso depressiv wie ich, weil diese Trennung hat uns beide so sehr fertig gemacht. Es ist, wie gesagt, die schlimmste Zeit unseres Lebens und jeder, der schon mal Liebeskummer hatte oder eine Trennung durchmachen musste, MCN, Dankeschön, weiß, wie wir uns fühlen. Ja, ist scheiße. Ist absolut scheiße. Das wünsche ich einfach niemandem. Ich wünsche es nicht mal dem schlimmsten Feind von mir, dass er dieses Gefühl hat. Ey, der Real Talk, der halt, das ist halt absolut Schmutz, sowas zu fühlen und sich irgendwie damit auseinandersetzen zu müssen, so auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, der Fact, dass das Ganze in der Öffentlichkeit so passiert ist und so public diskutiert worden ist, hat es halt nochmal viel, viel, viel krasser gemacht und schlimmer, oder? Er diese Leere in sich hat, weil er denkt, dass er die wichtigste Person aus seinem Leben verloren hat und man die Lebenslust einfach verliert. Wisst ihr, wie ich meine? Die letzte Woche, wo ich ohne Ellie war, ich habe einfach meine Lebenslust verloren. Oh, Bro, ich das wusste ist nicht geil. Einfach nicht mehr, was der Sinn meines Lebens ist. Mann, ich habe schon Mitleid mit ihm. Kann man nicht anders sagen. So, er ist halt so giga lost und er ist noch überjung und es ist alles so krank viel und es ist übertrieben stressig für ihn so. Er tut mir schon echt ein bisschen leid so. Das kann man nicht anders sagen. Und es haben sich auch sehr, sehr viele Leute bei mir gemeldet und haben einfach versucht, mir zu helfen. Und dafür bin ich euch auch dankbar. Aber ich will nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Kommen wir auf jeden Fall zu der Sicht von Ellie, wie gesagt. Okay, also er hat die Kamera an Ellie gegeben, damit sie damit Content machen kann und so weiter und so fort, weil er ihr gegönnt hat. Check ich soweit, okay? Dann ist aber die Frage, warum hat Ellie dann so einen Content gemacht? Also wieso hat dann Ellie, maybe ein Video mit dem gemacht zum Kochen oder so? Wieso hat Ellie dann diese Fotos gemacht? Das verstehe ich bis heute nicht. Sie will einfach nicht in YouTube-Videos sein, weil ihr die Kommentare so krass wehgetan haben. Und das kann ich natürlich auch verstehen. So, ich würde nicht anders handeln. Plus, hat Z-Max nicht auch sogar ihren YouTube-Account gelöscht? Das hat da gerade jemand in den Chat geschrieben. Hat Z-Max nicht ihren Account gelöscht auf Instagram und YouTube oder sowas? Das hat doch ihre Mom gesagt, angeblich. War das nach dem Video erst? Weil es macht ja keinen Sinn zu sagen, ich gebe dir hier eine Kamera und vorher lösche ich aber alle deine Kanäle, oder? Nachdem er die Kamera wieder hatte, weil er mad war. Okay, got it. Stelle. Nach dem Video, okay. Auf jeden Fall müsst ihr es euch so vorstellen. Ich habe euch ja erzählt, dass wir uns getrennt haben und wir dann für eine Woche ungefähr keinen Kontakt hatten, beziehungsweise für 4 Tage. Ich habe in der Zeit dieses Love of My Life Video hochgeladen. Ich habe zu ihr gesagt, es wäre das Beste, wenn wir in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten keinen Kontakt haben und wir an uns arbeiten, beziehungsweise ich an mir arbeite, weil ich einfach wollte, dass diese Beziehung wieder klappt und weil ich auch irgendwo gehofft habe, dass es nach ein paar Tagen wieder so sein wird. Weil wenn wir uns immer gestritten haben, haben wir uns meistens nie länger als einen Tag gestritten. Das Ding ist, Love of My Life, schön und gut so, aber Bro, wie gesagt, du bist 21 wieder, was ist Z-Max? Wie alt ist der Chat? Wie alt ist Z-Max? 21, 22? Der ist auf jeden Fall noch super jung, oder? Das Ding ist, Love 19 erst. 19?
2019, irgendwas, ja, 19 scheinbar so, 19 oder 20. Das Ding ist, wenn man das halt mal in Relation setzt, also mit 19 hat man wahrscheinlich vielleicht noch nicht die Love of his life gefunden. Er ist halt noch super jung. Er weiß halt nicht, wie man damit umzugehen. Er hat, wahrscheinlich ist es seine erste oder zweite Beziehung so. Das ist super, super krass überwältigend wahrscheinlich für ihn so, ne? Da fängt das Leben erst an, sagt jemand im Chat. Ja, true. Nur das Hauptproblem in unserer Beziehung war, wir haben die Sachen nie zu 100% geklärt, darüber geredet, dass sie so zu 100% vom Tisch waren. Wisst ihr, wie ich meine? So, man hat alles in sich hineingefressen, weil Ellie ist so ein Mensch. Ja, wichtig. Kommunikation. Sich rein. Ich auch. Und irgendwann mal kocht das Fass über. Dann kommt unser Temperament ins Spiel. Und dann redet ganz Deutschland darüber. So. Aber auf jeden Fall war es so, dass Ellie quasi auf sich allein gestellt war. Und dass ich ihr diese Kamera gegeben habe und gesagt habe, ey, du hast gerade 2000 Euro ungefähr auf dein Konto von den ganzen Videos, die du davor gemacht hast. Du hast hier den Laptop, mach Videos, ich werde an mir arbeiten, du an dir. Korrekter Move. Eigentlich ein korrekter Move, no joke. Korrekter Move. Ich habe das Haus, sie ist in einem Airbnb, wo sie bis zum 22. April raus muss und eine Wohnung finden muss. Wir sind nicht mehr zusammen, sie will nicht zurück ins Haus, kann ich natürlich komplett verstehen. Vor allem nachdem wir uns so oft gestritten haben und ich sie auch beleidigt habe. Und kann ich natürlich verstehen, dass sie dann von einer Person, die sie beim Gassi gehen mit Taro getroffen hat, also der Typ. Auch eine weirde Story, so, ne? wollte ihr nur helfen. Im Endeffekt kam dann raus, dass er andere Intentionen hatte. Aber dazu komme ich auch gleich nochmal. Oh nein, hat er das gekauft? Im Endeffekt hat sie nur von diesem Typen die Hilfe angenommen. Ich bin nach 4 Tagen da vorbeigestrahlt. Wie gesagt, man kann es verstehen, dass ich so ausgerastet bin. Ja. Aber es war nicht richtig. Ja, das Ding ist halt, die waren halt nicht mehr zusammen so, aber sie haben halt eine Pause gemacht. Da haben wir auch so im Podcast Lästerschwestern so kurz drüber gequatscht. So, was ist eine Pause? Ist eine Pause, dass man nicht mehr mit anderen trifft oder doch? Aber jetzt das, also zu sagen, der Typ wollte nur helfen, also das ist jetzt ein weird Champ. So, das kann ich jetzt so, also das ist ja obvious, was der Typ wollte. Der Spanier hat auch ein Video gemacht. Oh nein, es wird immer wilder. Ich direkt den Teufel an die Wand gemalt habe, gesagt habe, dass sie mir fremdgegangen ist und sonstiges, aber es war auch nicht richtig von ihr, dass sie nicht direkt mit mir geredet hat und mich, also ich bin halt komplett ausgerastet, so, und, aber es war halt auch nicht richtig von ihr, dass sie mit dem Typen dann weiterhin da geblieben ist und es nicht direkt mit mir geklärt hat oder mit. Ja, die Frage ist halt, was hat die mit dem Typen gemacht? So, wenn die jetzt mit dem Typen no joke nur gekocht hat und das ist irgendeine Person, die cool mit ihr ist, dann ist das ja wahrscheinlich so ein Trennungsmechanismus und so, oh, ich brauche jetzt irgendwen, mit dem ich mich aussprechen kann und das ist jemand, der spricht meine Sprache, weil er ist auch Spanier und so weiter und so fort, so, ne? Aber, also, wenn die jetzt halt wirklich, wir wissen es nicht, wir wollen jetzt hier nichts reinstreuen, so, ne? Der war über Nacht da, ja, Chat, ihr glaubt's, ich habe auch schon mal bei einer Frau geschlafen und da übernachtet, ohne mit der Sex zu haben. Das geht tatsächlich. Ich hoffe mal, er sagt dazu noch was. Weil wenn die jetzt natürlich was miteinander gehabt haben, dann ist das schon kein korrekter Move. Dann ist das ziemlich, ziemlich ehrenlos tatsächlich. Mit mir geredet hat. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Felix, danke schön. Ich habe sie beleidigt und währenddessen, als ich sie mit dem Typen da gesehen habe, obwohl die nur gekocht haben, bin ich noch mehr an die Decke gegangen. Kann man aber, denke ich mal, nachvollziehen. Dafür muss ich mich jetzt nicht großartig rechtfertigen. Die meisten werden, glaube ich, noch mehr ausgerastet als ich. Und dann war es halt auf jeden Fall so, dass ich die Kamera und den Laptop mitgenommen habe, weil ich mir so dachte, ey, ich zahle nicht das Airbnb, wo du mit einem random Typen keine Ahnung was machst. Ja, genau, das ist halt das Ding, das ist diese Komponente, so, was ist da abgelaufen? Das ist so schlimm, eigentlich haben wir gar kein Anrecht da drauf, so zu geiern, so, was haben die jetzt gemacht? Lass uns mal in unserem Kopf spinnen, lass mal gucken, was abgeht, bla bla bla. Im Endeffekt ist es komplett scheißegal, weil, man ist so eklig sensationsgeil, ich schäme mich dafür so ein bisschen, oder? Man ist so sensationsgeil, Chat, man wird so leicht sensationsgeil, wisst ihr, was ich meine? So, eigentlich haben wir nichts damit zu tun, man ist außenstehend. Aber auf der anderen Seite hat er es halt auch in die Öffentlichkeit gezogen, ne? Also in meinem Kopf ist immer noch so Hidden Fact, maybe die Possibility. Stell dir vor, alles ist gestaged. Das wäre so crazy, Mann. Aber wie gesagt, es hat sich im Endeffekt rausgestellt, dass nichts zwischen denen lief. Im Endeffekt. Okay, also haben die tatsächlich nur gekocht? Weiß es nur Ellie, aber ich kenne Ellie und Ellie sagt mir immer die Wahrheit.
Ey, das hoffe ich. Das hoffe ich an der Stelle, dass Ellie hier nicht gelogen hat. Ich hoffe das einfach mal. Wir haben kein Word da drin. Wir dürfen nicht judgen, Chat. Wir dürfen nicht sagen, das ist passiert oder das ist passiert. Ich glaube, dies, das. Nur sie weiß das und der Spanier weiß das. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Die Zeichen, sage ich mal, stehen im ersten Augenblick anders. Nach einer Trennung, sich mit dem Typen zu treffen, das hat direkt einen anderen Vibe. Aber wir wissen es, wie gesagt, nicht, ne? Es kann sehr gut sein, dass es alles tatsächlich stimmt, was sie sagt, was er hier erzählt. Das wissen wir nicht. Und wenn da was gewesen wäre, wir hatten so tiefgründige Gespräche, dann hätte sie es mir auch zugegeben, weil ich habe zu ihr gesagt, wir waren dann nicht zusammen. Wenn du es mir offen und ehrlich jetzt sagst, so, dann passt es. Und wenn sie mich angelogen hat, dann muss sie es für sich ihr Leben lang mit einem schlechten Gewissen tragen. Und ich glaube, das will kein Mensch, vor allem wenn die Person dann auch noch so einsichtig ist und sagt, ich finde das nicht schlimm, weil wir waren nicht zusammen. Egal, wie sehr wir uns gegenseitig Hoffnung gemacht haben, du mir Hoffnung gemacht hast, ich dir. So, natürlich kann man trotzdem weiterhin den Teufel an die Wand malen und sagen, doch, da lief zu 100% was. Weiß man, aber im Endeffekt weiß es nur Ellie. Im Endeffekt kenne ich sie am besten. Ich hoffe, dass es alles ehrlich ist, so was zwischen den beiden abgeht. Im Endeffekt sagt mir auch mein Gefühl, dass Ellie zu so etwas nicht in der Lage wäre. Ey, wie gesagt, ich wünsche ihm das von Herzen. Ich wünsche ihm das von Herzen. Nicht, dass der jetzt hier nochmal auf die Schnauze fällt, Mann. Das kann er nicht gebrauchen. Auf jeden Fall habe ich dann die Kamera mitgenommen, die ganze Nacht nicht geschlafen, habe mir dann die Bilder und Videos auf der Kamera reingezogen, weil ich mir das gedacht habe und habe dann diese Bilder da gefunden. Und das war dann der Punkt, wo ich richtig emotional wurde und dieses Video aufgenommen habe. Jetzt checkt mal bitte ganz kurz, ihr schreibt die ganze Zeit Greenscreen in den Chat. Der hat Ohrringe an, die sind perfekt getrackt. Das Licht ist direkt, ist sehr indirekt, er hat keinen Schattenwurf. Das ist einfach, weil es bewölkt ist, es ist kein Wind. Hier zwischen den Bäumen sieht man aber immer wieder Bewegung und Sonnenstrahlen. Das ist kein fucking Greenscreen. Kommt mal klar. Holy shit, Chat, holy shit. Dann am nächsten Tag hat mich Ellie angerufen. Plus der Mikrofonsound mit den Vögeln, Grundrauschen und so weiter und so fort. Kennt ihr einfach, dass mal kein Wind ist? Dass sie ihre kompletten Sachen abholen kann. Ihr seid auch richtig im Verschwörungsgrind drin. Ihr denkt so, oh, jetzt haben wir die große Siemens-Verschwörung aufgedeckt. Ich habe zu ihr gesagt, okay, kannst du machen. Er schwitzt ja auch. Hat und so, sie ne? dann auch gemacht. Im Endeffekt hat sie einfach nur Hilfe gebraucht und ich war da, also natürlich meldet sie sich dann nicht bei mir, wenn ich sie beleidige und wir uns zerstreiten. Natürlich ist es nicht korrekt, dass sie mir dann nicht Bescheid sagt, dass sie mit einem anderen Typen ist. Aber ja, aber es ist war ihr gutes einfach Recht, wenn eine sie getrennt sind. Wenn die hängen, ist doch Fehlern. Cool. So maybe einfach nur freundschaftlich. Ich will euch einfach nur jetzt nochmal sagen und ich werde auch Ellie gleich holen und vielleicht will sie nochmal selber was dazu sagen. Okay. Aber ich kann euch sagen, dass Ellie die Liebe meines Lebens ist und dass ich immer noch vorhabe, hoffentlich klappt das alles. Zu heiraten. Hoffentlich klappt das alles bei den beiden. Allein schon Beweis genug dafür ist, dass sie sich einfach ein Tattoo von meinem Gesicht machen will und ich... Was? Sie will sie ein Tattoo von deinem Gesicht machen? Ey, jetzt übertreibt man nicht, Mann. Ihr seid 21, bitte. Kommt mal klar. Sie muss sich doch jetzt nicht dein Gesicht tätowieren, Bro. Kommt doch kurz klar. Also das muss jetzt nicht sein. Ansichtssache, mach wie ihr wollt, aber ich sag, das muss nicht. Das von ihr. Also ich habe jetzt grob alles erzählt. Willst du selber noch was dazu sagen? Ja, Greenscreen an der Stelle, oder Chat? Das Einzige, was ich dazu sagen will, ist... Kein Girl braucht ihm mehr zu schreiben. Er braucht nicht von euch getröstet werden. Ach so, ja, sorry. Dann schreibe ich ihm nicht mehr und schicke ihm Schwarzbilder. Tut mir leid, Z-Max, dann lass ich es jetzt. It's my boy. Und wo wart ihr damals, als er Shitstorm bekommen hat? Wo wart ihr damals? Chat, wo waren wir damals? Wo waren wir damals, Chat? Wir waren hier in diesem Chat und haben uns das angeschaut. Wir waren da, Chat. Wir waren da. Von Anfang an waren wir da, Chat. Wir waren von Anfang an waren wir da, Chat. Wo waren wir? Hier, in diesem Chat waren wir. Wir waren von Anfang an waren wir da. Das kann man uns nicht vorwerfen. Wir waren von Anfang an da, Chat. Wir waren von Anfang an da. Jetzt auf einmal seid ihr so, oh ja, du Armer, soll ich dich trösten? Oh mein Gott, soll ich dich in Spanien besuchen kommen? Allein meine ex-beste Freundin, der ich angeboten habe, hey, wenn du Probleme hast, du kannst nach Spanien kommen, ich bin für dich da. Oh nein, ey, das gibt mir so Promi-Flash-Vibe hier alles. Ich weiß noch nicht, weil wir ein paar Probleme hatten. Obwohl sie ihn damals so gehatet hat, obwohl sie damals gesagt hat, ich soll nicht mit ihm zusammenkommen und sowas. Sie wäre dazu bereit gewesen, obwohl sie einen Freund hat, zu ihm zu fahren. Oh no. Was ist denn, was ist denn da los in diesem Universum? Ein paar Tage auf seinen Nacken. Deswegen, Leute, glaubt nicht alles, was im Internet ist. Manchmal passieren auch Sachen aus Emotionen. Stissel, Kio, ja. Dankeschön. Manchmal überwiegt der Hass.
beziehungsweise man. Aber es ist doch gut, dass die beiden es geklärt haben. Ist doch schön, wenn die beiden wieder so sind. Die aber eigentlich nicht passieren sollten. Ja, die so krank sind. Und im Endeffekt haben wir beide sehr, sehr viele Fehler gemacht. Im Endeffekt ist sie mir nicht fremdgegangen. Mhm. Ich habe mich einfach nur zu sehr reingesteigert. Mhm. Und apropos zu dem Thema, so ihre beste Freundin, da haben sich wirklich noch nie so viele Girls in meinem Leben bei mir gemeldet. Ja, die riechen Cloud, Bro, die riechen Cloud. Und allein schon die Tatsache, dass ich, obwohl ich jetzt so gut dastehe und obwohl ich... so viel Geld mit diesem Video verdient hast. Oh ja, und obwohl ich das... Mann, hört doch immer bitte, die reden immer über Geld, die reden immer über Geld. Wieso immer über Geld? Lass doch mal das Geld außen vor, Chat. Ach, das Scheiße, Mann. Simex und Ellie. So viel Aufmerksamkeit Warum? Mitnehmen könnte und das Thema so ausschlachten könnte. Das Video hatte nach 12 Stunden 400.000 Aufrufe. So. Ja, ein Madeira-Vlog von mir, so what? Oh, das ist geisteskrank gewesen. Er hätte es ausnutzen können und hätte weiter irgendwelche Sachen von der Beziehung preisgeben können oder sonst was, weil so, er hatte die Möglichkeit, aber er hat es nicht gemacht. Und allein dieser Fakt so zeigt doch einfach, dass was in unserer Beziehung vorgefallen ist, einfach ein paar kleine Fehler waren und nichts, ihr hättet es vielleicht nicht öffentlich machen Beziehung sollen. So, ne? Schaden. Sehr, sehr viel Positiven aus dieser Beziehung raus. Mhm. Wir haben selber gemerkt, dass wir ab jetzt immer über unsere Fehler oder über unsere sehr gut. Auseinandersetzungen Wichtig. Reden. Schade, dass es dafür erstmal ein riesen Eklat gebraucht hat. Müssen und alles ja, danke schön. Klären müssen und nicht in uns hineinfressen müssen. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Grüße gehen raus an alle Girls, an alle Insta-Models mit Verifizierungshaken, die mir auf Insta geschrieben haben. Grüße geht raus an alle Girls, sagt er, während seine Freundin daneben sitzt. An der Stelle nochmal Grüße geht raus an alle Girls. Das ist tatsächlich krass, wenn jemand einem mit Verifizierungshaken schreibt, sieht man die Nachricht immer ganz oben. Aber ich liebe sie trotzdem immer Ist doch noch. Gut, ist doch schön, das dass sie wieder, ey. Ändern. Falls ihr wissen wollt, was es mit dem Ganzen hier auf sich hat, dann lasst einfach ein Like da, lasst ein Abo. Digga, wie kann man so dumm sein? Oh Mann, ich habe immer gedacht, du streamst nie, aber ich hatte einfach meine Twitch-Benachrichtigung aus. Kauft ihr Album, das war wie gesagt... Ey, folgt mir auf Twitch! Ja, safe. Ihre erste Hoffentlich Single nicht. Hoffentlich nicht. Ja. Chilliges Ende, Digga, chilliges Ende. An der Stelle folgt mir kostenfrei auf Twitch, meine Freunde, dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung. Ja. So!